Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video des Amazon Fire TV 4K. Ich richte euch mal nach unten, so dass ihr alles seht. Wie gesagt, das ist mir gleich aufgefallen, den habe ich jetzt noch nicht, den anderen rausgezogen aus der Steckdose. Das ist beim anderen auch schwarz. Können wir eigentlich rein theoretisch auch mal, wo ich den jetzt schon abgemacht habe, auch mal rausziehen. Moment. So, und da bin ich auch schon wieder. Wie gesagt, meine Vermutung und meine Erinnerung trügt mich nicht. Bei der ersten Version ist das schwarz, bei der neuen Version ist es in weiß. Auch zusätzlich sehe ich auf der neuen Version 21W und auf der alten Version 15W. Input, oh, das kann ich hier bei dem weißen ganz schlecht lesen. Also das kann ich hier ganz schlecht lesen bei dem Weißen. 100 bis 240, haut hier auch hin, 5, 60 Hertz, 15 Volt bis 1 Amp. Kann man das, muss ich leider abmachen. Ich lasse das meistens immer so lange drum, bis es nicht mehr geht, um den Klavierlack zu schonen. Geht aber jetzt nun mal nicht anders. Volt bis 1,4 Ampere und hier steht drauf, kann ich sein, dass ich mich verlese, weil wie gesagt, ich sehe auf dem Weißen nichts. Dann ist mir noch aufgefallen, dass sich der Stecker noch mal verkleinert hat. Also das ist die alte Version, das ist die neue Version. Ich zoome euch mal ran. So, da seht ihr das. Die alte Version ist der Stecker etwas dicker als bei der neuen Version. Von der Seite sieht das dann wirklich gut. Untere ist das alte, oben ist das neue. Dann kommen wir zu den Fernbedienungen. Da habe ich ja schon vermutet, dass er länger ist. Kann ich euch jetzt auch nicht wundern, die ist ein bisschen mit Fettflecken und so. Kann ich euch jetzt wirklich zeigen. So, machen wir mal so. Da sieht man das. So seht ihr, das hier sind die Kerbung ist genau gleich, aber ihr seht, die neue ist ein Stück länger. Ja. Das haben wir schon mal. So, die Box muss ich jetzt ohne auspacken. Wo geht denn die auf? Hier. So. Das muss ich auch abmachen. Ach, hier. Also die Box sieht identisch aus. Nee, doch nicht. Doch nicht. Die alte Box ist glatt und die neue ist etwas angeraut. Vorne sieht sie genau gleich aus. Ja, aber die neue, ich halte die euch mal ganz genau nebeneinander, könnt ihr das vielleicht so ein bisschen besser sehen. Das ist die alte, die ist glatt und die neue, seht ihr, die ist so ein bisschen angeraut. Ja, sonst ist alles gleich, vorne, Seiten, überall Klavierlack, unten ist auch gleich. CE-Prüfzeichen, na gut, hier ist jetzt CE weiter oben und dann kommen irgendwelche Zahlen, hier sind unten, aber wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Wichtig ist jetzt die Anschlüsse. Hier finde ich, muss ich mal so machen, geht jetzt nicht in meinen Kopf rein, warum Amazon da jetzt so einen Scheiß macht. Also ich war mit der Box eigentlich immer zufrieden. Die neue soll auch halt schneller sein. Mir fehlt aber der optische, weil den haben sie durch einen verfickten Micro-SD-Slot weggemacht. Hier. Da ist der optische, hier ist LAN. LAN ist jetzt eben so rübergerutscht. Und der optische, der ist weg. Dafür haben wir jetzt einen
Micro-SD, da können wir unseren Speicher erweitern. Wir haben auch noch eine USB, wo wir einen Controller anschließen können und alle drum und dran. Jetzt frage ich mich, Amazon, warum? Wir haben alle eine Dolby-Anlage und was weiß ich und wollen die mit einem optischen Kabel betreiben. Was machen wir da? Ich habe Glück. Ich hab meine ganzen Dinger, meine Verteiler und ich kann mein optisches, kann mein aus dem HDMI-Kabel mein optisches auskoppeln sozusagen. Ich habe da genug Geräte da, habe ich alle gezeigt, oben meine Infobox verlinkt. Warum macht ihr das? Warum lasst ihr die hinten das nicht einfach so in Ruhe? Und macht einfach an die Seite eins Schlitz und fertig ist. Oder so ein Micro-SD-Slot, der frisst ja nun nicht viel. Das hätte man jetzt alles hier noch beim Stromkabel, nicht wirklich, aber man hätte vielleicht noch ein bisschen zusammenrutschen können und dann hätte man den Micro-SD-Slot senkrecht machen können. Rein theoretisch. Und dann hätte der noch auf der Ecke gepasst oder zwischendurch gepasst oder so. Ich finde es gut, dass man den Speicher erweitern kann für die Leute, die Spiele spielen wollen. Aber die, die den Klang wollen. Ich nutze das Fire TV ja auch für meine Dolby-Anlage. Und da will ich einen Dolby-Sound. Auch wenn ich Musik habe, das habe ich alles in meiner Dolby-Anlage. Und die ist mit einer optischen Gabel verbunden. Verstehe ich nicht. Ja, wie gesagt, die ist sonst die gleiche. Bloß, dass wir auch hinten, seht ihr, dass der Strom jetzt kleiner geworden ist. Ja, da ist HDMI. Optisch ist weg. LAN ist da, dafür haben wir hier auf der Seite SD und da ist USB, sonst ist alle gleich. So, das soll es auch jetzt soweit gewesen sein für das Hardware-Video. Also ich finde die Box toll, ich finde es nur echt sehr, sehr schade, dass sie den optischen Kabel weggelassen haben. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Ich mache das aber über einen Umweg, was eigentlich sonst nicht geht. Ich mache das über einen Verteiler, also über einen Matrix und da kann ich mein optisches dann immer noch auskoppeln. Hab denn aber kein 4K, eigentlich. Ich mache das aber so, dass ich 4K habe. Und das werdet ihr in einem der nächsten Videos sehen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.